warum Hochschulzeiten aus der ehemaligen DDR keine Beitragszeiten für die Rente sind. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Beitragszeiten wie Zeiten der versicherten Beschäftigung oder bei Bezug von Krankengeld, Kindererziehungszeiten, aber auch freiwillige Beitragszeiten zählen für die 45 Jahre Wartezeit bei einer abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit dazu. Fachschul- und Hochschulzeiten zählen nicht dazu, weil diese als Anrechnungszeiten nicht auf die Wartezeit der 45 Jahre angerechnet werden. In der ehemaligen DDR waren Studenten gesetzlich rentenversichert. So war die Regelung. Der Hochschulträger, die Hochschule, hatte Beiträge in Höhe von 6 Mark monatlich an den Träger der Sozialversicherung abzuführen. Diese Beitragszeiten sind im sogenannten grünen SVA-Buch der DDR eingetragen. Und dieses SV-Buch dient als Nachweis dafür, dass man also in die Sozialversicherung der DDR eingezahlt hat und ist auch wichtig für die spätere Rente, die ja dann nach bundesdeutschem Recht gezahlt wird. Und viele Versicherte und Rentnerinnen und Rentner aus der ehemaligen DDR wollen wissen, warum trotz der Einstempelung im SV-Buch diese Pflichtversicherungszeiten aus der ehemaligen DDR für die Hochschule nicht für die gesetzliche Rente als Wartezeit und auch als Beitragszeit gelten. Und diese Antwort hat unter anderem das Bayerische Landessozialgericht in einem Urteil vom 28.11.2018 mitgeteilt oder festgestellt, dass die Hochschulzeiten in der DDR nicht als Beitragszeiten gelten. Das können Sie nachlesen unter dem Aktenzeichen L13R186 aus 18R. Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 28.11.2018. Und der Grund dafür liegt im § 16 der sogenannten Stipendienverordnung der DDR. Denn die Pflichtbeitragszeiten sind fast ausnahmslos nur durch die Lehranstalt bezahlt worden und nicht durch den Studenten selber auch. Das heißt also, der Student hat zwar eine Pflichtbeitragszeit eingetragen bekommen, der hat sie aber nicht selber gezahlt. Und deshalb sagt das Bayerische Landessozialgericht, das ist nicht gleichzusetzen mit Zeiten, in denen ich selber Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt habe. Eine ähnliche Situation haben wir ja auch mit den Wehrdienstleistern aus der ehemaligen DDR, die ja jetzt auch die Angleichung von 75% auf 100% fordern. Das sehe ich ein bisschen skeptisch. Es gab eine Ausnahmeregelung in der Stipendienverordnung der DDR, wo man dann gesagt hat, ja, es sind in der Tat Beitragszeiten durch den Studenten. Und zwar, wenn der Student neben seinem Studium noch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat im Rahmen des Studiums oder im Rahmen einer Aspirantur. So, aber solange wie der Versicherte, der seine Zeiten der Hochschule als Beitragszeiten nicht nachweisen kann, dass er während dem Studium eine versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat, gelten seine Hochschulzeiten nicht als Pflichtbeitragszeiten für eine spätere Rente nach bundesdeutschem Recht und damit auch nicht für die 45 Jahre Wartezeit. Das ist gängige Rechtslage auch durch die deutsche Rentenversicherung so in Anwendung zu finden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.